Kühlschrank. Kühlschrank ist ein Haushaltsgerät, man kann auch sagen, einen schrankähnlichen Behälter, in dem Lebensmittel kühl gehalten werden. Ein Kühlschrank hat also eine Kühlanlage mit zur Frischhaltung von leicht verderblichen Lebensmitteln. Ein Kühlschrank ist eine der modernen Erfindungen, mit denen man Lebensmittel länger halten kann, als es früher möglich war. Kühlschränke haben natürlich auch Nachteile, sie verbrauchen Elektrizität und tragen damit auch zur globalen Erwärmung bei. Wenn man frische Nahrung zu sich nimmt, braucht man vielleicht weniger Kühlschrank. Heute haben Kühlschränke auch oft auch ein Eisfach. Und wenn irgend möglich, wäre es klüger, einen Kühlschrank ohne Eisfach zu haben, dann braucht er weniger Elektrizität. Moderne Kühlschränke brauchen sehr viel weniger Energie und seit einigen, inzwischen schon Jahrzehnten, haben Kühlschränke kein FCKW mehr. Es gab ja diesen großen Skandal in den 70er, 80er Jahren, dass die Ozonschicht abgenommen hat, hauptsächlich wegen den Fluorkohlen-Wasserstoff-Molekülen. Also FCKW-Molekülen, und die konnten glücklicherweise aus Kühlschränken und auch aus Sprühmitteln verbannt werden, sodass sich die Ozonschicht wieder normalisieren konnte, regenerieren konnte. Man hofft, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts die Ozonschicht wieder normal sein wird.